Hallo liebe Faultiere und herzlich willkommen zum Thema Finanzkontrolle 1. Wie legt der Bund Rechnung über seine Finanzen? Nach Artikel 114 Absatz 1 Grundgesetz hat der Bundesminister der Finanzen über die Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen und die Schulden des Bundes Rechnung zu legen. Und das ist das Ziel der kameralen Buchführung, den geplanten sogenannten Sollwerten die tatsächlichen, also Ist-Werte, gegenüberzustellen. Teil 4 der Bundeshaushaltsordnung, und der heißt auch Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung, regelt das Nähere insbesondere über die Rechnung der Einnahmen und Ausgaben. Grundlage für die Rechnungslegung bilden die abgeschlossenen Bücher. Und nach § 76 Absatz 1 BHO legt das Bundesministerium der Finanzen den Zeitpunkt des Jahresabschlusses durch sein Jahresabschlussrundschreiben fest. Aus den abgeschlossenen Büchern erstellt das BMF dann die Haushalts- und Vermögensrechnung des Bundes. Die Haushaltsrechnung soll in der Ordnung des Haushaltsplans die tatsächlich erzielten Einnahmen nach ihrem Entstehungsgrund und die tatsächlich geleisteten Ausgaben nach ihrem Zweck darlegen, § 81 der BHO. Dabei sind auch Reste aus dem Vorjahr und übertragbare Mittel für das Folgejahr entsprechend auszuweisen. Die § 82 bis 85 BHO schreiben weitere Bestandteile der Haushaltsrechnung vor, zum Beispiel Berichte und Übersichten. Den zeitlichen Ablauf und die weiteren Einzelheiten regelt das BMF in, wie sollte es anders sein, einem Rundschreiben, und zwar zur Rechnungslegung. Die Haushaltsrechnung enthält darüber hinaus aber noch viele weitere Informationen, zum Beispiel zur Nutzung von Deckungsfähigkeit zwischen Ausgaben oder die eingegangenen Verpflichtungen für Folgejahre. Viel interessanter als der Haushaltsplan, oder? Die BHO enthält allerdings nur wenige Regelungen zur Vermögensrechnung. Anfangs- und Endbestand von Vermögen und Schulden sowie die Veränderungen im Haushaltsjahr sind darzustellen, § 86 BHO. Was aber mit Vermögen und Schulden konkret gemeint ist, die Information bleibt uns der Gesetzgeber schuldig. Es liegt aber nahe, dass damit primär das Geldvermögen und die Geldschulden gemeint sind, also diejenigen Vermögensgegenstände, die auch unmittelbar aus den Einnahmen und Ausgaben resultieren. Es sind darüber Vermögensbücher oder andere Nachweise zu führen, die mit der Haushaltsrechnung aber zu verbinden sind, § 73 BHO. Dementsprechend sind die vermögenswirksamen Beträge auch in der Haushaltsrechnung mit anzugeben, § 81 Absatz 2 BHO. Das BMF bestimmt das Nähere in den Verwaltungsvorschriften für die Buchführung über das Vermögen und die Schulden des Bundes, oder kurz VVrevus, und, wie sollte es anders sein, in seinem Rechnungslegungsrundschreiben. Grundgesetzlich ist bestimmt, dass der Finanzminister bis zum Ende des folgenden Rechnungsjahres Rechnung zu legen hat. Regelmäßig liegen die Haushalts- und Vermögensrechnungen des Bundes aber den Parlamentskammern, dem Bundesrechnungshof und der Öffentlichkeit bereits in der Mitte des Folgejahres vor. Und damit reicht's doch auch schon wieder. Bleibt faul und bis zum nächsten Mal.